Ich bin's, Fritz Fuchs. Genau, der aus dem Bauwagen. Und ich probiere gerade meine neueste Erfindung aus. Super Aussicht von hier oben. Da ist ja auch schon Lela. Schöne Ferien und viel Spaß in Bärstadt. Bärstadt. Stimmt, Jenny. Komm her. Gut gemacht, Keks. Du Arme, hast keine Mami mehr. Ich kümmere mich um dich. Lumpi. Schöner Name, passt. Na komm, Keks, komm. Komm, komm. Ich bin der Fritz, Fritz Fuchs. Kannst Fritz zu mir sagen. Leila. Jasmins Leila? Jetzt kümmern wir uns erstmal um die kleinen Panzerknacker hier, ja? Ich spiele die Leila und ich bin 11 Jahre alt und ich gehe in den Ferien zu meiner Tante. Ich gehe sie besuchen in Bärstadt, in einem ganz langweiligen Dorf. Und ich finde es natürlich total blöd. Ich werde von meinem Vater einfach da so abgesetzt. Und dann passieren halt schon richtig viele Sachen, so gleich am Anfang. Ein Hund wird überfahren, was total traurig ist. Und der stirbt dann auch. Und dann finden wir kleine Hundewelpen. Und ich fahre mit dem Motorrad. Ich hau ab. Und ich fliege mit einem Paraglider. Und es ist halt total aufregend. Kannst du die drei ja schon mal in Keks-Hundehütte bringen da vorne? Okay. Keks, komm. Fuß. Halt ein! Keks! Keks! Was ist denn? Was ist denn mit deinen Augen? Stopp, stopp! Bleiben. Ich komm gleich wieder. Halt! Was ist passiert? Pfefferspray. Da hinten sind ein paar Zwiebeln. Schneidest du schnell eine durch? Die Tränen spülen das Spray weg. Wollen die mit meinen Plänen? Oh, ich hab so einen Hals. Und den Welpen? Und wer steckt dahinter? Roman Schenkert. Muss irgendwas mit der Schatzsuche zu tun haben von damals. Roman, hilf mir! Roman Schenkert! Roman Schenkert. Hier! Jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Na jedenfalls, Leila, Keks und ich freuen uns schon riesig auf unseren ersten Kinofilm. Na geht doch. Löwenzahn, das Kinoabenteuer. Hey, Schulde!